Hey ho! Wir sind Ronny und Mo von den Sixsick Riders. Wir begrüßen euch natürlich recht herzlich zu unserem ersten Vlog. Warum hat das so lange gedauert? Weil wir extreme Probleme mit der Technik hatten. Ja, zuerst haben wir überlegt, wie wir das mit dem Schneiden überhaupt machen, unsere Tonspuren zusammenführen, haben uns ein paar Videos angeguckt und haben jetzt nach, naja, ich würde mal sagen, bestimmt 2 Wochen haben das jetzt endlich hinbekommen. Wir hoffen auch, dass ihr uns gut hört. Wir haben ein gutes Setup verbaut. Wir arbeiten also mit GoPro und Insta und Sena 30K. Und letztendlich lag es jetzt nur noch am Mikro. Das war jetzt noch ein bisschen scheiße gewesen. Und ja, wir hoffen, dass es jetzt endlich funktioniert. So, was haben wir euch für Themen mitgebracht? Wir wollten gerne mit euch über die Motorradprüfung sprechen, denn ich hatte letzte Woche meine Motorradprüfung erfolgreich abgeschlossen, bestanden. Und wir wollten eigentlich, also es war letzte Woche Freitag gewesen, und wollten direkt am Samstag unseren ersten Vlog aufnehmen, hatten das auch getan, nur als wir zu Hause waren und uns das angeschaut hatten, war es das erstmal mit der Freude, leider. Ja, haben jetzt wirklich 2 Wochen lang probiert, wie wir das alles auf die Reihe kriegen mit der ganzen Technik und glauben, dass wir es heute geschafft haben. Also wie gesagt, Thema heute, Führerscheinprüfung, Motorrad. Ich wollte gerne ein bisschen erzählen, wie es mir dabei ging und heute mit euch ein bisschen eine Diskussion führen, weil ich einige Fragen immer noch habe, die mir immer noch durch den Kopf schweben. Und möchten auch gerne wissen, wie ging es euch so oder seid ihr kurz davor? Weil ich finde oder fand die ganze Zeit davor auch sehr, sehr aufregend, muss ich sagen. War bei mir genauso, war nicht anders. Ja, also es war schon Wahnsinn und auch der Tag an sich, der Freitag, war sehr, sehr kräftezehrend gewesen. Und zwar, ich fange einfach mal an mit meinem Tag, an dem Freitag. Direkt Prüfungstag. Ich bin früh aufgestanden. Ich konnte noch relativ gut schlafen, muss ich sagen. Bin aber auch relativ früh aufgestanden. Hab dann erstmal was gefrühstückt. Da ging es mir auch noch sehr gut. Hab auch was essen können. Hab mir dann über YouTube noch ein bisschen Fahrprüfungsvideos angeschaut. Ja, wer macht das nicht, ne? Ja, und da habe ich dann gemerkt, oh, jetzt kribbelt es aber ganz schön im Bauch. Ja, jedenfalls habe ich mich dann fertig gemacht. 7.45 Uhr war Treffpunkt mit meinem Fahrlehrer gewesen. Wir wollten uns vorher noch eine Stunde einfahren, auch mit einer anderen Prüferin. Und ja, beim Fertigmachen ging es dann eigentlich wieder, aber auf dem Hinweg wurde ich dann echt nervös. Wir haben dann den ganzen Ablauf ein bisschen geklärt. Ich bin als erstes dahin gefahren, habe auch direkt die Grundfahraufgaben durchgeführt. Gleich am Anfang? Ja, weil es ja eigentlich nur noch darauf ankam, weil ich halt in den Grundfahraufgaben mir nicht mehr so sicher oder nicht so sicher war wie Motorradfahren im Straßenverkehr, weißt du? Ja. Und ich hatte halt eine große Angst vor dem Kreisfahren gehabt, muss ich sagen. Das habe ich echt nicht gebacken bekommen. Und diese Gefahrenbremsung habe ich hinbekommen, aber das war, fand ich, schon echt immer eine Überwindung, muss ich sagen. Denn dieses aus dem Stand auf 50 hoch beschleunigen und dann plötzlich voll in die Eisen zu gehen, war schon krass. Da kann es einem schon mal kräftig durch den Magen gehen, ne? Ja, und so ging es mir auch. Und allgemein dieses Ausweichen mit und ohne Abbremsen hatte ich ja dran gehabt. Das ist schon eine Nummer, muss ich sagen, auf dem Motorrad. Also das muss man echt üben und dann auch beherrschen können. Naja, jedenfalls lief das da vorher wirklich alles sehr gut ab.
Wir haben dann noch 15, 20 Minuten Zeit gehabt, sind dann nochmal zur Tankstelle gefahren. Da hat uns unser Fahrlehrer noch Kaffee ausgegeben. Ja, dann ging es zur Prüfung, zur DEKRA. So, da waren wir nochmal für kleine Mädchen. Und wie wir rauskamen, kam uns direkt unser Fahrprüfer da in die Arme gelaufen, hat sich vorgestellt, Hand geschüttelt. Dachte ich, gut, okay, jetzt geht's los. Ich war dann auch direkt der Erste gewesen. Er hat mir zwei technische Fragen gestellt und dann ging es halt direkt los. Da war die Nervosität auch gar nicht so schlimm, muss ich sagen. War ganz okay. Ja, wir sind dann hier aus unserem Ort rausgefahren, über die Dörfer. Also wenn man mich heute noch fragen würde, wo ich lang gefahren bin, ich habe keine Ahnung, wo ich war. Und auch die Zeit an sich, die zog sich wie Kaugummi. Also Motorradfahren macht ja wirklich Spaß. Aber während so einer Prüfungssituation hat sich das so dermaßen gezogen. Ich habe ständig auf die Uhr geguckt und dachte nur, meine Güte, wann ist das denn endlich vorbei? Naja, jedenfalls sind wir dann über die Dörfer, sind dann in irgendein Gewerbegebiet eingefahren und dort wurden dann die Grundfahraufgaben durchgeführt. Das lief auch wirklich, wirklich gut, muss ich sagen. Ich hatte Gefahrenbremsung dran, ich hatte Ausweich mit und ohne Abbremsen. Schrittgeschwindigkeit, Slalom, Stop and Go. Ich glaube, das waren jetzt noch fünf. Ne? Das letzte kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Jedenfalls lief das alles gut. Ich sollte das Motorrad abstellen, habe auch ans Lenkradschloss gedacht. Da kam er dann schon auf mich zugelaufen und sagte, gut, dann kann ich sie ja beglückwünschen. Sie haben ihre Prüfung bestanden. Und dann wollte ich schon jubelnd in die Luft springen und er so, Moment. Also ich war kurz davor, sie rauszunehmen. Ich sage, wie bitte? Sie sind gefahren wie eine Oma. Ich sage, wie bitte? Was? Ja, es kann nicht sein, dass ich halt auf die Landstraße, also wir mussten auf so eine Landstraße auffahren, das weiß ich noch, sind wir aufgefahren und das ist halt eines meiner Fragen. Wir sind auf die Landstraße aufgefahren und bin halt der Meinung gewesen, wenn man auf der Landstraße fährt und es kommt ja links und rechts auf und abfahren, ist doch immer ein 70er Bereich. Und davon bin ich eben ausgegangen und bin halt mit 70 da drauf und habe halt auf das 70 oder auf das Freischild gewartet, dass ich wieder Gas geben konnte. Und während ich in diesem Bereich gefahren bin, hat mein Fahrlehrer zu mir gesagt, oh, ist alles okay? Ich so, ja. Und dann dachte ich schon, ach scheiße, irgendwas stimmt nicht. Und bin dann schon, habe dann Gas gegeben. Und das war halt so eine Situation, wo er halt gesagt hat, ich bin gefahren wie eine Oma. Ich soll halt kein Verkehrshindernis darstellen. Ja, so, da war die Freude, muss ich sagen, erstmal getrübt. Natürlich habe ich bestanden, aber ich wollte halt mit Bravour bestehen. Also, ich finde, klar, kann er machen, wenn er der Meinung ist. Das Problem war ja, dein Fahrprüfer war ja selber Motorradfahrer. Ja, der fährt eine Ninja. Eine Ninja, so. Ja. Jetzt weiß jeder von euch, wie schnell und extrem schnell man auf einer Ninja fahren kann. Und ich finde es trotzdem nicht gut. Also ganz ehrlich, ich hatte in meiner Prüfung auch so eine Situation. 70er Schild wie hier, wir sind aus dem Ort rausgefahren, war ein 70er Schild und ich war einfach genauso wie du extrem unsicher, ob ich jetzt eine 100 fahren kann oder nicht, also bin ich 75 gefahren. Das muss ich mal kurz mit dazu einwerfen, das war ich eben der Meinung, wo ich mir nicht sicher war, dachte ich, gut, dann fährst du lieber 70
anstatt 100, wo eigentlich 70 ist, weil ich denke, das ist viel schlimmer. Genau das dachte ich nämlich auch. Und mein Fahrlehrer meinte dann wohl auch zu mir bei den Grundfahraufgaben, ich würde mir mit solchen Aktionen keinen Gefallen tun. Und ein Grund ist natürlich, dass der Prüfer wahrscheinlich das Gefühl bekommt, dass du die Zeit ein bisschen erschleichen möchtest. Ne? Mhm. Aber ich denke, genauso wie ich, hattest du mit keiner Silbe daran gedacht, dir irgendwo Zeit zu verschaffen, dass die Prüfung schnell rumgeht. Sondern du warst einfach extrem unsicher. Und alles gut. Ich finde, er kann eigentlich froh sein, dass ich ein Fahranfänger, der jetzt gerade mal, ich weiß nicht, wie viel sind denn das, 25 Stunden auf dem Motorrad absolviert hat. Grüße! Grüße, Jungs! der gerade mal 25 Stunden auf dem Motorrad absolviert hat. Also 25 Doppelstunden oder was ist das? 25 einzelne Stunden. Einzelne Stunden, also genau. Eine Fahrstunde geht 45 Minuten. Genau. Dass der sich nicht auf sein Motorrad zu Hause setzt, was er ja gar nicht kennen kann, und dann wie so ein Irrer loshackt mit 100 über die Landstraße, jede Kurve nimmt, das kann man doch gar nicht erwarten. Also mir ja auch kein Fahrlehrer erzählen, dass selbst die Fahrschulmaschine, dass der Schüler die Fahrschulmaschine nach diesen 25 Stunden in- und auswendig kennt. Das glaube ich auch nicht. Mhm. Mein Fahrlehrer hat dann gesagt, keine Sorge, die kann auch schnell fahren, weil ich meine, ich musste ja auch Autobahn mit absolvieren und bin da aus Versehen mal 140 gefahren. Also ich habe keine Angst vorm Schnellfahren und ich weiß nicht, ob er vielleicht auch sehen wollte, dass ich eben keine Angst habe. Aber trotzdem, die Kurvenlage auch jetzt nach einer Woche oder nach einer Woche. Ich glaube, dass der Fahrprüfer halt sehen wollte, dass ich halt eben auf der Landstraße sicher fahre, dass ich die Kurven gut nehmen kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, selbst nach zwei Wochen jetzt auf meiner bin ich immer noch vorsichtig im Kurven. Ich muss das Gerät hier erstmal kennenlernen. Naja, ist halt. Mein Fahrlehrer hat gesagt, es ist egal, bestanden ist bestanden. Genau. Eine Frage habe ich noch. Wir sind ja über diese Dörfer gefahren. Und auf einem Dorf, als wir eingefahren sind, stand ein Schild. Freiwillig 30. Nun überlegst du in der Prüfung, was machst du denn jetzt? Fährst du jetzt 30, um wirklich rücksichtsvoll zu fahren? Oder fährst du weiter 50, um zu zeigen, dass du ja keine Angst hast? Also da habe ich halt auch überlegt, was ich jetzt mache. Ich bin halt so weitergefahren, weil es war zu der Zeit ja, waren noch Ferien gewesen. Es war Freitag Mittag. Ich sag mal so, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und so ein Schild sehe, dann fahre ich natürlich auch vorsichtig. Aber es war halt zur Prüfungssituation jetzt, in dem Moment war das eine schwierige Frage. Ja, weil man halt total unsicher ist, was man so richtig machen soll. Ne? Es kann ja auch sein, dass der Fahrlehrer selber oder der Fahrprüfer selber Kinder hat oder vielleicht dort wohnt. Ne? Der jagt einmal gerne durch Orte, die er auch natürlich selber kennt, warum nicht? Ja. Da weiß man schon nicht wirklich, wie man sich verhalten soll. Aber ich denke, freiwillig ist immer noch freiwillig. Sonst würde es ja nicht dran stehen. Ne? Ja, das stimmt. Und an dieser Stelle Grüße gehen raus an den Fahrlehrer von Mo. Ja, vielen Dank, lieber Bernd von der Fahrschule Tobermann aus Jena. Ein super Fahrlehrer. Ja, bin sehr froh, dass ich an ihn geraten bin. Tja, das war sie also, die Motorradfahrschulprüfung. Motorradführerschein-Fahrschulprüfung. Prüfungsmotorradführerschein-Fahrschul. Prüfung A, fertig, Punkt, aus, Ende. Prüfung A, gut.
Also ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch war. Das würde mich wirklich mal interessieren, weil wie gesagt, ich bin immer noch ganz hin und weg, dass ich es geschafft habe. Kann es immer noch kaum glauben. Es macht so viel Spaß. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, wie es euch erging oder ob ihr kurz davor seid. So, ihr lieben Leute, ein was haben wir uns noch ausgemacht? Und zwar wollten wir gerne ab 100 Abonnenten ein T-Shirt verlosen. Mit unserem Logo Six Sig Riders. Dieses hier. Das da? Das ist aber schön. Ja, das ist wunderschön. Und ja, bis 100 Abonnenten dauert es aber noch ein bisschen. Wir haben gerade mal 20. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber wir sind für jeden Support dankbar. Und hoffen, dass ihr das Video liked, teilt und dass ihr uns abonniert. Abonniert den Kanal? Abonniert den Kanal! Ansonsten hoffen wir, das Video hat euch gefallen. Wir verabschieden uns und fahren noch ein bisschen. Tschüss! Bleibt tapfer, bleibt beim Kanal. Bis bald. Macht's gut. Bye bye. Ciao.